willkommen zum 10. Part von Paper Mario Color Splash. Powerplay ist mit dabei. Ja, hallo, ich bin auch dabei. Ach, scheiße, warum hab ich denn dabei? Wir wollen jetzt hier mal gucken, ob... What the fuck? Und da passiert was. Ist auch dabei? Hey Mario, das Schiff, das vom Steg abgelegt hat, ist direkt auf Grund gelaufen. Blendst du noch den Uber ein, ne? Halt dein Maul! Wie? Der blaue Tod, der bis ans Ende der Welt segeln wollte? Das müssen wir uns ansehen. Ja. Der Cooper, ganz gechillt. Der blaue Toad. Ich rette dich. Und prompt verschenkt er sein Schiff direkt nach dem Ablegen. Seht mich an, ich segle zum Ende der Welt. Das war bestenfalls ans Ende vom Nichtschwimmerbereich. Ciao. Das ist ihm so wahrscheinlich so peinlich, dass er sich nicht mehr nach Hause traut. Mir würde es jedenfalls so gehen. Wenigstens ist sein Segel noch ganz. Mit etwas Wind könnte er wieder Fahrt aufnehmen und umkehren. Klar, er wäre das Gespott der Zubucht, aber was bleibt ihm jetzt dort denn noch übrig? Okay, wir brauchen Wind. Dreimal könnt ihr raten, was wir jetzt brauchen. Ausschneiden, so. Da kommt jetzt rein. Ausgeschnitten haben wir. Hört ihr mich eigentlich gut oder zu gut? Dich hört man ein bisschen leiser wie mich. Hoffe ich. Habe ich hier irgendwo einen... habe ich hier irgendwo einen Ventilator? Ja, ich habe einen Ventilator. Passt. Ich habe, glaube sogar... Nee, ich habe einen Ventilator schon verbraucht. Das ist der zweite. Das ist der richtige Ventilator, Leute. Oh, jetzt passt auf, was passiert. Oh mein Gott. Logik? Chill. Oh, shit. Der Ventilator ist nicht so groß. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Der Uwe ist auch dabei. Ja, die Steine werden sogar weggeblödelt. Oh shit, der Ventilator übertreibt. Ja, Mario bleibt easy gechillt stehen. Einfach easy chillt gestehen. Scheiße, der blaue Tod. Ist tot. Er wurde von der Welle getötet, oder? Oh. Nein, er surft. Er surft. Der zweite Schlüssel tot. Oh mein Gott. Bist du eigentlich im Kamesin-Turm? Mhm. Ciao. Hab Part 21 aufgenommen. Gestern 4 Parts. Bis um 1. Sag aber nicht, wo der gelbe Schlüsseltaut ist, okay? Aber ja, hallo! Einen Moment lang sah es nicht gut aus für dich, aber der Welle hast du es gezeigt. Sah das so toll aus, wie es sich angefühlt hat? Das ist es, meine Bestimmung. Ich habe sie gefunden. Ich bin der beste Surfer aller Zeiten. Ciao. Ciao. Alle bewundern so, hä? Macht euch mal geschmeidig. Ihr tut ja gerade so, als hättet ihr noch nie eine Surferlegende getroffen. Ciao. Das Wasser bleibt jetzt einfach ausstehen. Oder? Alles klar, das Wasser wurde einfach pausiert. Ich helfe dem Tiger im Übrigen. Der kann das nicht mir helfen. Yay, alle klatschen. Ja, und ich nicht. Ja, gut. Vergiss es, das mit dem Surfen. Du hast gerade diese Riesenwelle angehalten. Das kann kein Server, egal wie legendär er ist. Und zieh dir deinen Kopf an. Da würde genau in das Tor zum Karmesin-Turm passen. Wir versuchen in den Turm zu kommen, um einen großen Fahrplan zu finden. Kannst du uns vielleicht helfen? Moment, ist Surfen jetzt meine Bestimmung oder nicht? Naja, auch egal. Ich kann nämlich nicht schwimmen. Aber mein Kopf soll in das Tor am Karmesin-Turm passen, sagst du? Jetzt wird mir alles klar. Der Legende nach gibt es 3 auserwählte Toads, welche dieses ganz besondere Tor öffnen sollen. Ich hatte bis gerade eben keine Ahnung, was ich mit diesen Kräften oder meinem seltsam geformten Kopf angefangen sollte. Aber es gibt alles einen Sinn. Ich bin einer der auserwählten Toads und es ist meine Bestimmung, das Tor zum Karmesin-Turm zu öffnen. Ciao. Ist weggeflogen. Er musste gar nicht ans Ende der Welt reisen. Ein tiefer Blick in sein Inneres hat gereicht. Ja, jetzt können wir gehen. Ciao. Noch einen schönen Tag. Aber zuerst will ich mal wissen, was in dem Fragezeichenblock ist. Den habe ich bis jetzt noch nie eingesammelt. Powerplays hat das wahrscheinlich schon oft gemacht. Da ist drin. Ein Seriensprung. Geil. Aber noch einmal gegen Cooper kämpfen. Ja. Dun, 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 dun. 3 Cooper, ciao. Größter Betrug EOS. So, das müsste reichen. Außer Mario macht alles falsch. Er macht's richtig geil. Ja, gut. Perfekt. Powerplay ist wahrscheinlich weg. Nicht schlimm. Powerplay ist noch da. Ah, ich bin noch da übrigens. Okay.
So, in der Indigo-Grotte kommen wir ja nicht weiter wegen mit den Farblos-Flecken. Da können wir nicht genug einfärben, da haben wir nicht genug Farbe. Deswegen gehen wir in den Narzissengipfel. Was erwartet uns dort? Ein ganz neues Level haben wir noch nie betreten. Jetzt geht's los. Nach Part 10 schon den Narzissengipfel läuft bei uns. Powerplay ist nach Part 21 soweit. Gamer, du bist in Part 20. So ein Lappen, ich bin doppelt so schnell einfach. Ja gut, das Spiel ist aber auch nicht schwer, ne? Ja. Ja. Ich sag auch noch ja. Da kann man nicht ausschneiden, alles klar. Hi. Willkommen am Fuße des Narzissengipfels, dem Heim des Weißen Tauts. Weißer Taut? Der heißt doch bestimmt so, weil er immer alles genau weiß, oder? Beim Regenbogen hast du gehört? Wenn er wirklich so schlau und weise ist, kann er uns auch sagen, wir die Farbsterne finden. Auf zum Gipfel, lass uns dem Weißen Taut Hallo sagen. Netter Versuch, aber ohne Kraxelerlaubnis kommst du an mir nicht vorbei. Hinter dem Tor rechts kommst du zum Häuschen der Eigenbrötler Toad. Da gibt's die Erlaubnis. Ich will mal nicht so sein und mache dir das Tor auf. Ja, danke, Toad. Ich rette dir nur die ganze Zeit das Leben. Hier ist ein Farbfleck. Da auch, glaube ich. Nee, aber da. Betrug. Hä, ist da kein Farbfleck? Okay, da ist kein Farbfleck. Da haben wir ein bisschen Farbe. Okay, Powerplay schlürft gerade. Okay. Jetzt gehen wir mal in das Haus rein. Was ist da drin? Wo sind wir hier bloß gelandet? Hier ist ja ziemlich finster. Ist das da etwa der Eigenbrötel Toad, den der Toadwächter meinte? Hoffentlich ist seine Stimme nicht genauso finster. Lol, das ist sogar das Feuer ohne Farbe. Ich gehe nach Hause. Ciao. Ah, hallo. Brauchst du eine Kraxelerlaubnis? Ja, bitte. Wir wollen auf den Narzissengipfel und den Weißen Tod besuchen. Verstehe. Mir ist heute nur so überhaupt nicht nach Arbeiten zumute. Mir auch nicht. Ciao. Nicht Spaß, ich will nicht um 10 Uhr nachmachen. Ich bin Opfer von Vandalismus geworden. Man hat in mein Häuschen eingebrochen und die Farbe geklaut. Nun stehe ich unter Schock und bin vorerst krank geschrieben. Ach du grüne Neune, diese Farblosflecken hier drin ziehen einen echt runter. Jetzt bin ich ganz traurig. Ja, das färben wir ein. Ach Mario, ich fange gleich an zu heulen und melde mich auch krank. Ciao! Können wir dem Häuschen nicht einen neuen Anstrich verpassen? Ja. Komm Ja, her. Nicht Jojo. alle weinen, ihr kleinen Süßen. Mario kümmert sich drum. Guck mal, einen Farbfleck haben wir irgendwann mal eingefärbt. Ich verbrauche gerade tausende von Farben. So, hier ist was eingefärbt, hier ist eingefärbt. Guck mal, Toad. So gefällt es dir doch. So, dein Gemälde ist wieder eingefärbt. Da ist sogar ein Pilz drin. Läuft. Feuer ist wieder eingefärbt. Es ist dir wieder schön warm bei dir. Feuerblume kommt raus. Läuft. Hier ist noch was eingefärbt. So, hier, Toad. Deine Uhr ist noch eingefärbt. Betrug. Hallo? Jetzt. Deine Uhr ist auch eingefärbt. Und da muss auch noch was. Dein Fenster ist wieder eingefärbt. Betrug, wie komme ich da hoch? Ciao. Ciao. Ah, da so. Guck mal, Toad, alles ist wieder eingefärbt. Doch nicht? Da ist doch was drunter. Größter Betrug, Eo West. Wie komme ich da hin? Ah! Man muss von der anderen Seite draufschlagen. Ciao. Hier verstecken sich immer noch farblose Flecken. Wie viel? Was? Nützt ja nichts. Lass färben. Hä? Größter Betrug, Eo West. Wo denn? Ich sehe hier nichts mehr. Ciao. Ach so. Ich glaube, es tickt. Da ist ja ein Entfaltungsblock. Wenn du an einen Entfaltungsblock haust, kannst du Dingen zur Entfaltung helfen. Aber nur kurz. Solange deine Entfaltungskraft aktiv ist, hau einfach mit dem Hammer auf alles mit dem Entfaltungszeichen. Das Entfaltungszeichen? Da fällt mir ein, haben wir das Symbol nicht irgendwo in dem Häuschen gesehen? Ja, haben wir. Leute, ich bin Superman. Oh. Toad, geht's jetzt wieder gut? Alles klar. Okay. Ciao. Jetzt weiß ich, wo der Farbweg war. Hast Oh, du das ist den mein Block gefunden? Lieblingsstuhl. Die Rabauken haben daraus einfach gefaltetes Kleinholz gemacht.
Tada, nicht schlecht, Mario, du kleiner Entfaltungsgäste. Okay, okay, gebe ich keine Antwort. Ich muss hier vorlesen, das ist mein Part. Und die Farbe haben sie auch geklaut. Unglaublich, wozu diese Schufte fällig sind. Jetzt kannst du reden. Ja, hast du den Entfaltungsblock gefunden? Ja. Der war mega schwierig versteckt. Der war unter dem Fenster. Hä, nee? Der war ein Tod unter Tod. Hä, hey, das hat man voll gesehen. Die Sicht war extra so. Juhu, mein Häuschen, ich kann es nicht glauben. Ciao. Denn. Habe ich jetzt eine Kraxelraubnis? Dank dir, mein Kumpel, ist die Farbe in meinem Häuschen zurückgekehrt. Nicht nur in meinem Zuhause, auch in meinem Leben. Er schreit nach einem Dankeschön. So. Geil. Bitte schön, eine Kraxelraubnis, die kostet sonst ein halbes Vermögen, aber die hier geht aufs Häuschen. Geil. Finde ich gut. Beste. Ja. Kraxelraubnis erhalten. Lol. Läuft bei dem Tod? Brillant, danke sehr. Schön, dass wir helfen konnten. Mir geht's auch wieder besser. Ja, geil. Ciao. Die Musik ist cool von dem Torthäuschen. Ein Remix. Ein Remix. So, du scheiß Tod bei dem komischen Tording. Du hast jetzt hier meine Kraxelerlaubnis. Kraxelerlaubnis. Guck an, eine Kraxelerlaubnis. Und das, wo der Eigenbrötler Tod doch noch seltsamer geworden ist. Ich red mich irgendwann noch um Kopf und Kragen. Ich sag lieber nur noch meinen Spruch auf. Willkommen am Fuß des Narzissengipfels, dem Heim des Weißen Tods. Auf dem Gipfel erwartet dich der ehrwürdige Weise. Der Bergpfad ist freigegeben. Danke Gott. Guten Aufstieg. Ja. Und los geht's in den Narzissengipfel. Nach 10 Minuten Aufnahme. Hier ist ein Stachy. Stirb. Okay, da können wir auf jeden Fall mal nicht drauf springen, so viel ist sicher. Da kommt doch noch ein zweiter. Ciao. Ja. Da können wir doch easy diese Karte einsetzen, Leute. Ein Dreifachhammer. Haben wir genug, ne? Ja, Powerplays, ich habe so viele Karten, das glaubst du nicht. Betrug! Jetzt. Wie viel denn? Ich habe tausende Feuerblumen, ich habe ganz viele Stachelköpfe, alles. Ich bin der Einzige, der die Feuerblumen und die Eisblumen timen kann. Ihr könnt das irgendwie alle nicht, ich weiß nicht warum. Ja, Feuerblumen check ich nicht. Ich krieg da immer exzellent, sogar im First Try habe ich da exzellent hinbekommen. Wie macht man das? Muss man nicht hin. Du musst immer genau dann drücken, kurz bevor Mario loslässt den Feuerblock, den Feuerball. Dann musst du A drücken. Ach, ich hab Mühe gemacht, wenn der Gegner den Ding berührt, dann der Feuerball den Gegner berührt. Toh, ihr habt alle keine Logik. Ciao. Hier gibt's ganz schön viele Münzen, ist mir aufgefallen. Betrug Paracoopers, ciao. Aber hier gibt's auch ganz schön viele Farbflecken, ne? Wie gefällt euch eigentlich, dass der Powerplace dabei ist, auch wenn er nichts kann? K.O. Hammer, geil. Die Paracoopers nerven. Okay, einmal müssen wir sowieso gegen die kämpfen. LOL, ich bin sogar drauf gesprungen, geil. Zufall? So, jetzt kann er schon mal nicht mehr fliegen. Betrug. Lass Feuerblume einsetzen, damit Powerplay sieht, dass ich exzellent schaffe. Ja. So, Feuerblume. Nein! Ich sag gar nichts mehr. Viel zu spät angedrückt, ich Lappen. Powerplay, ich hab nichts gesagt. Hoffentlich. Betrug, der Kampf ist scheiße. Der Kampf stinkt. Ja, ich weiß, der stinkt. Okay. Was nehmen wir denn? Ich habe keine Sprünge, das ist so behindert. Ich habe tausende Dreierkarten. Nee. Zu radieren, ich hoffe, das geht. Was auch. Boah, keine Ahnung, ob das jetzt was bringt. Ja, okay. Ich wusste, dass ich den Hammer noch brauche. Ich wusste es. Gut. Wir brauchen wieder ein bisschen KP, langsam. Haben wir tatsächlich endlich mal 240 Maximalfarbe? Powerplay, hast du das schon? Nee. 240 Maximalfarbe. Nee, glaube nicht. Echt jetzt? Ich hab das nach Part 10. LOL! Zweiter Paracooper-Kampf.
Aber wie um alles in der Welt soll man zu diesem Farbfleck kommen? Oh, okay. Moment. Bam, 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 bam. Gut, dass wir noch die Pickelkopfhelme haben. Und der Cooper stirbt nicht. Ciao. Und der andere Cooper stirbt auch nicht. Ciao. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ja, natürlich nimmt er den... Ciao. Ah, doch, er hat die noch, er hat die noch. Ja, nice, jetzt haben wir gewonnen. Gut, dass wir noch Pickelkopf haben, hatten. Aber wie sollen wir denn sonst besiegen, wenn man keine Pickelköpfe hat? Eine Paracooper-Karte! Und 240 maximal, oder? 240? Ja, 240. Maximalfarbfüllstand erhöht. Paracooper-Karte. Wie soll man da hochkommen? Größter Betrug, EOBS. Kommt man da von oben? Kommt man da von oben drauf? Ah. Größter Betrug. In der Röhre einfach ein Gegner. LOL, geiler Hintergrund. Aha. In der Röhre einen Fight. Wie geil. Komm, jetzt schaffen wir exzellent, damit der Stachy gleich stirbt. Exzellent. Mit dem Hammer. Und der Stachy stirbt. Das muss Powerplay erstmal hinbekommen. Wie hast du den Dinger besiegt, den Stachel? Mit einem normalen Hammer in Exzellent. Ja, genau. Lol, ich muss einfach nie einen Pilz einsetzen, weil immer wenn ich KP brauche, gibt's KP-Herzen. Da oben ist ein Toad, der feststeckt. Und da ist ein Farbfleck. Was ist denn mit dem Toad? Nein! Bin runtergefallen. What? Das ist auch ein Toad. Hallo. Vielen Dank für die Hilfe, Mario. Ich war auf der Suche nach dem weißen Toad. Und aber dann habe ich diese Schallgeist platt gemacht. Und jetzt kommt's. Den weißen Toad habe ich auch nicht gefunden. Vielleicht ist der auf Fortbildung. Ah, alles klar. Ausschneiden kann man nicht. Dann gehen wir in die Röhre. Jetzt weiß ich, wie man zu dem Farbfleck kommt. Und da ist der lila Retter-Toad. Den lila Retter-Toad, den brauchen wir noch. Dann können wir endlich den Papyroni-Pfad zu 100% abgeschließen. Aber zuerst ein Paracooper. Hast du schon einen Papyroni-Pfad zu 100% Powerplays? Nee. LOL! Ich bin ein paar 10 Mal zu viel Powerplays. Hä, hey, als ob du den noch nicht hast, den Papyroni-Pfad zu 100%. 93. Ich habe aber alle Retter-Tauts und du. Mario, du Lappenkind! Jetzt geht er nur auf den Stachy. Ciao. Ich hab dich immer nur. Ah, okay, der greift nicht an, dann ist er gut. Jetzt ist er gegangen. Oh, das ist ein roter Schallgeil. Okay. Ja, den Retter-Tot, den retten wir noch. Oh, alles klar, Schallgeil, du bist ein Lappen. Los, greif nochmal an. Ja. Keine Ahnung, ich habe so viel Karten. Leichte Verschwendung, aber der Schalke macht den jetzt down. Danke. Weil ich hatte nichts mehr zum Verschwenden. Ich habe nur noch Dreierkarten. Und ganz viele Pilze. Ja, Toad, ich höre dich. Oh nein! Oh, was ist passiert? Uff, ich bin von einem Felsen gefallen und habe mir das Bein umgeknickt. Das sieht nicht gut aus. Oh, mal sehen, ob wir da was machen können. Ja, klar. Easy.
Ich bin Cap, ich bin Retter, ich bin Mario, ich bin Dr. Mario. Sorry. Das war nicht mein Bein, pass auch auf mit dem Ding. Jetzt. Yay. Oh Mario, du hast mein Bein geheilt, vielen, vielen Dank. Lila Retter Tod Nummer 1, bereit zum Einsatz. Und jetzt muss ich mich sofort bei meinem Anführer auf den Papyroni-Pfad melden. Na, oh, ist gerade schon einfach der Erste. Wow! Okay. What the fuck? Feuerhammer, alles klar. Lol. Beste. Ich gehe gerade zurück. Läuft bei mir. Yes! Ein Hochhammer, aber einen nicht eingefärbten. So, ich will da nochmal hoch, danke. Da kann man so leicht Farbflecken verpassen. Ihr Lappenkinder, nein, da habe ich keinen Bock drauf. Ich muss eh den Part beenden. Oh, du Lappen, Mario. Jetzt. Danke. Und da kommt nur so wenig Betrug. Gut. Dann würde ich mal sagen, was zu diesem Part. Im nächsten Part machen wir hier weiter im Narzissengipfel. Haut rein, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.